wird zuerst Jürgen Wolf dazu sprechen, der Präsident des Trägervereins Cowboy Rotwehr, dann Cori Mauch, die Präsidentin der Stadt Zürich und zu guter Letzt, jetzt habe ich die Reihenfolge vertauscht, also nach dem Präsidenten, ich bin sehr nervös, nach dem Präsidenten zuerst der Direktor, Adrian Ochs und dann Cori Mauch. Wir vermissen eine kleine Steigerung. In diesem Sinne bitte ich Jürgen Häusler, übergebe ich Jürgen Häusler das Wort. Das wäre auch zu schade gewesen, wenn bei der Arbeit es pünktlich und ordentlich also, guten Abend zusammen, sehr verehrte Frau Staatspräsidentin, liebe Cori Mauch, liebe Freundinnen und Freunde Dadas. In dem Zusammenhang begrüße ich besonders unsere Freunde vom Dada Club in Prag. Das sind die älteren Herren, die den ganzen Tag schon heute hier rumlaufen und rote Hüften aufhaben. Ich hoffe, Sie sind da. Very well, warm welcome to Prag. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, verehrte Gäste. Ich begrüße Sie in der Geburtsstätte Dada, im Cabaret Voltaire, in der Spiegelgasse 1 in Zürich. Ich begrüße Sie ganz herzlich als Präsident des Trägervereins. Mein Name ist Jürgen Häusler. Wir freuen uns unglaublich, dass wir so viele von euch, von Ihnen heute Abend hier begrüßen dürfen. Hier wurde also Dada am 5. Februar 1916 vor genau 100 Jahren geboren. Beim Verfassen der Begrüßungsrede habe ich mich natürlich bei den Dadaisten umgehört. Selber bin, wie Sie unschwer merken, kleiner Mann. Ich habe mich gerade umgeschaut, gestoßen bin ich auf Albert Einstein, der, wie Sie vielleicht wissen, unser Überdada, einer unserer Überdadas ist. Wir werden seinen 137. Geburtstag am 14. März im Rahmen unserer 165. Jubiläumsgeburtstag feiern. Dieser Albert Einstein beschrieb das Verhältnis zu seiner Geburtsstadt, in der er nur wenige Monate lebte, die auch meine Geburtsstadt ist. Mit den folgenden Worten, ich zitiere ihn: Die Stadt der Geburt hängt im Leben als etwas bis ebenso Einzigartiges an wie die Herkunft von der leiblichen Mutter. Auch der Geburtsstadt verdanken wir einen Teil unseres Wesens, so gedenke ich Ulmen Dankbarkeit. Geburtsorte sind also, so Albert Einstein, einzigartig, anhänglich und redend. Geburtsorte sind einzigartig. Ja, sie sind es im wahrsten Sinne des Wortes, es gibt sie nämlich genau ein einziges Mal weltweit. Und in ihrer Einzigartigkeit lassen sie einen nie mehr los. Der Geburtsort und der Geborene sind für immer miteinander verbunden. Das hat im vorliegenden Fall den unschätzbar wertvollen Effekt, dass das Cabaret Voltaire in der Spiegelgasse 1 in Zürich fast immer genannt wird, wenn millionenfach irgendwo in der Welt von Dada die Rede ist. Geburtsorte sind auch anhänglich und redend, so über Dada Einstein. Ja, weil sie sich nie mehr ganz loswerden, reden der Geburtsort und der Geborene einander tief und nachhaltig. Das Zürich der 1910er Jahre prägte Dada in seinen Anfängen, ebenso mit, wie das heutige Zürich, das heutige Cabaret Voltaire und seine Zukunft als Erinnerungsstätte Dadas mitbringt. Und umgekehrt ist die Spiegelgasse 1 in Zürich dank Dada und Cabaret Voltaire eine der weltweit ersten Adressen, wenn es um das rebellische, kritisch reflektierende und wahrhaft kreative Element in der Menschheitsgeschichte geht. Auch und gerade im thymianischen Zürich hat Dada immer wieder Einfluss genommen oder zumindest versucht, Einfluss zu nehmen. Wir feiern heute den 100. Geburtstag Dada. Derartige Jubiläen gehören bekanntlich zu den beliebtesten Ritualen der Menschheit. Im positiven Fall stimmen Sie fröhlich, dankbar und hoffnungsvoll. Wir können heute sehr fröhlich sein. Wir können schon sehr froh sein, dass es uns überhaupt gibt.
Die Entwicklung des Cabaret Voltaire war nie ein Selbstläufer, spielt zwar und ist sie geprägt von Konflikten, großen Herausforderungen und massiven Widerständen. Und trotzdem, oder wohl besser deshalb, steht der Jubilar heute so gut da wie schon lange nicht. Er ist gesund, geistig aktiv, in den weiten Kreisen geliebt. Bei den Frauenverwandten fast noch mehr als in seiner Heimat. Manche aufgeklärten, kulturinteressierte und Geschichtsbewissenden im Ausland bezeichnen das Cabaret Voltaire als den Eiffelturm von Zürich. Habe ich nicht erfunden, aber kennst du das? Das macht uns dankbar. Wir möchten ganz herzlich danken all jenen, die unsere Existenz und unsere Weiterentwicklung immer wieder in den vergangenen Jahren möglich gemacht haben. Wir danken den politischen Institutionen, voran den städtischen, aber auch den kantonalen und jenen auf Bundesebene für kulturpolitische Offenheit, Mut und Weisheit. Wir danken den Sponsoren aus der Wirtschaft, die als Geburtshelfer dienten und später programmatische Weiterentwicklung möglich machten. Wir danken den vielen Stiftungen, die uns stets zur Seite standen und uns immer wieder vor dem Sturz in den Abgrund beraten. Unser Dank gilt den zahlreichen Mitstreiterinnen, also Ihnen, und Mitstreitern, Freundinnen und Förderern, die uns immer wieder das gute Gefühl gegeben haben, dass wir auch in kritischen Zeiten nie ganz allein unterwegs waren. Manchmal haben wir schon etwas allein. Und schließlich danken wir, dank der Trägerverein, vor allen Dingen den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Cabaret Voltaire am Laufen halten, prägen und gestalten. Und dies meist nicht wegen der Rahmenbedingungen, denn die sind nicht ganz so gut, sondern trotz der nicht enden wollenden Schwierigkeiten und Hindernissen. Ganz herzlichen Dank an alle. Schließlich, und obwohl es ein 100-jähriger Geburtstag ist, ich habe vorher gelernt, dass bei 100-jährigen Geburtstagen ja manchmal etwas nervös wird. Wie teuer das ist, wenn alles so weit werden, etc. Also obwohl es unser 100. Geburtstag heute ist, sind wir heute hoffnungsvoll. Wir freuen uns auf eine großartige Zukunft, wieder ganz im Sinne von Einstein, darf ich nochmal zitieren. Wenn eine Idee am Anfang nicht absurd klingt, dann gibt es keine Hoffnung für sie. Wir möchten in Zukunft, wie vor 100 Jahren, und noch mehr als heute das Zentrum der Welt sein, wenn es um Dada geht. Das Cabaret Voltaire in der Spiegelgasse 1 in Zürich kann und soll der lebendige, magische und mythische Ort für all jenes in der Welt sein, für die Dada ewig lebt. Dada, in Zürich geboren, weltweit verbreitet, universell wirksam. Dada, verunsichernd, wo falsche Sicherheit herrscht. In Frage stellen, was vorschnell allgemeingültig zu sein scheint, oder ein blinder Glaube an Rationalität und Technik verabsolutiert. Aufbegehrend, wann immer es sein muss. Vernünftig, wenn viele fanatisch und rücksichtslos emotionalisieren. Zusammengefasst, und das erklärt für mich die zeitlose Attraktivität, hält Dada in Erinnerung, die Erinnerung daran macht, dass wir alle keine Chance haben. Sie aber nutzen müssen. Wir achten sich hier von uns erinnern. Zur weiteren Verwirklichung dieser Idee, ich komme zum Schluss, in der Tat zu überleben über das Jubiläum hinaus, benötigen wir die Unterstützung der Stadt Zürich. Wir freuen uns, liebe Kölner, sehr über deine im Kulturleitfeld fixierte Bereitschaft, uns weiterhin finanziell zu unterstützen. Wir sind dankbar, dass wir uns zukünftig neben der Mietkostenübernahme auch über einen Gebietskostenzuschuss freuen dürfen. Wir hoffen natürlich, dass du und wir alle den Gemeinderat überzeugen werden, den Betriebsbeitrag auch zu bewilligen. In dieser Hoffnung, mit dieser Hoffnung in diesem Sinne, wünsche ich uns allen einen fröhlichen Abend und eine spannende, herausfordernde und lohnenswerte Jubiläumsfeierlichkeit in den nächsten Monaten. Herzlichen Dank. Nachdem der Präsident
des Trägervereins Cowboy Rockets in Schwarz, wir sind jetzt der Direktor des Cowboy Rockets und sprechen Angestellte des Trägervereins. Und es muss leider meine Reden immer gleich beginnen, damit ich den Schwung finde. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Cowboy Rockets, dem Geburtsort von Dara. Es ist mir eine außerordentlich große Ehre, heute als Direktor des Cowboy Rockets zu Ihnen sprechen. Der Pater sieht schon richtig rüberkommen. Es ist mir eine außerordentlich große Ehre, heute als Direktor des Kameroter zu Ihnen sprechen zu dürfen, denn heute ist ein außerordentlich großer Tag. Es ist der 100. Geburtstag von Dara. Und es ist damit genau 100 Jahre her, seit das Cowboy Rockets zum ersten Mal eröffnet wurde. Wir feiern heute 100 Jahre Dara. 100 Jahre ist... 100 Jahre Dara. Ist sehr, sehr groß und Dara ist noch größer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich dieser Größe begegnen könnte und wie ich heute etwas dazu sagen sollte, außer wir feiern 100 Jahre. Es wurde ja schon in den letzten 100 Jahren viel dazu gesagt. Die Dadaisten haben zeitlebens darüber geredet. Sie wurden von denjenigen abgelöst, welche die Dadaisten noch kannten. Diese wiederum von einer nächsten Generation von Truppen von Spezialisten, Kuratoren, Konservatoren, Kunsthistorikern, Punklegenden, Künstlern, Journalisten, Politikern, Schülern und anderen. Oft mit viel Humor und Klamauk, oft irgendwie schräg und lustig und voller Bewunderung für das Rebellische und Revolutionäre von Dara. Es wurden in den letzten 100 Jahren Zehntausende Lautgedichte vorgetragen, die Montangedichte in allen Sprachen der ganzen Welt. Und nun ist sogar Zürich mindestens von Dara ergriffen, wie es sich Hugo Ball vor 100 Jahren erhofft hatte. Sogar gestern die Elektriker, die unsere Lampen noch flickten, haben bedächtig geschwiegen, als sie ein Lautgedicht von der kupfernen Obsession Dara Bühne gehört haben und sind stolz auf das Jubiläum. Ich hoffe, es ist heute Abend auch hier. Ich denke, wir können Hugo Ball und den Dadaisten nun sagen, Mission accomplished. Mit dem kleinen Vorbehalt, dass doch niemand verstanden hat, was Dara ist. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie uns geholfen haben, die Mission zu erfüllen. Vielen herzlichen Dank. Wir haben die subjektive Obsession von wenigen Einzelnen, welche die Kunst und die Welt in den letzten 100 Jahren mit nichts verändert hat, zu einem objektiven Ganzen erhoben, so dass wir nun alle von der Obsession Dara ergriffen sind. Sie über uns hergefallen ist. Um heute nicht völlig haltlos hier zu stehen, haben wir uns von Harald Zeemann Hilfe geholt. Denn Harald Zeemann war eine Instanz, was Obsessionen betrifft. Auch er hat viel über Dara geredet und sich von einzelnen Dadaisten inspirieren lassen, insbesondere von Hugo Wald und Kurt Schwitters. Dank Una Zeemann erhielten wir einen sehr subjektiven und unbedingt betroffenen Zugang zu seiner Obsession und stehen nun heute hier mit etwas Halten, stehen ein für unsere Obsession da. Denn es beginnt erst heute. Wir beginnen erst heute damit, unsere Obsession dabei aufzulehnen und uns, wie Hugo Ball sagte, orgiastisch dem Gegenteil all dessen hinzugeben, was nützlich und brauchbar ist, um zu der Liga von Menschen zu werden, nach der Hugo Ball schon 1913 gesucht hat, Jahre bevor er von Dara ergriffen wurde. Wir widmen uns ab heute zu Ehren von Dara der Kunst,
als ein ernstes Spiel mit dem und als geistige Funktion von uns Menschen, wie Kurt Schütters mit uns verstanden hat. Wir können also nun die Obsession Dara-Bühne eröffnen, welche Una Seemann für uns entworfen hat, und damit beginnen, unsere Obsession in 165 Feiertagen Ausdruck zu verleihen. 165 Tage länger als die Dadaisten damals hier waren, tagtäglich das Kabarett gespielt. Die kupferne Bühne in der Krypta der Dadaisten ragt hier hoch. Sie sehen da hinten noch die Spitze, den kupfernen Pfeiler, und verbindet die Krypta unten mit dem Gewehrsaal von Dara hier oben. Und dort unten werden wöchentlich internationale zeitgenössische Künstler ihre Obsession von der Bühne aus nach hier oben werfen lassen, um das Kabarett zu einem Ort der zeitgenössischen Kunst zu machen. Wir haben bereits heute Morgen um 6.30 Uhr mit dem Offizium für Armada von Gundelaufen begonnen und seit fast 6 Stunden spielt Dario Bonucelli. Die Wegsession von Elix Safin. Er ist nun bei der 542. Wiederholen. Giovanni Morvin wirft schon seit ein paar Stunden das D für seinen Hund Ada. Ja, Ada. Damit dieser zu Ada werden. Esteban Pages hat uns eine Zeitung, die Sie unten erwerben können. Und diese Bilder, die Sie jetzt da rechts von Hugo Ball, das war heute um 2000, als es noch leer war und gerade aus seiner Existenz als Kastelkamp hervorkam, mitgebracht. Und Kevin Seiler hat dieses Gebäude, in dem sie sich hier befinden, das Cabaret Voltaire, zu einer Skulptur erklärt. Sie sehen hier Kevin Seiler mit seinem Modell der Skulptur Cabaret Voltaire. Sie sind also nicht mehr in einem Raum oder in einer Liegenschaft, sondern in einem Kunstwerk. Den Preis für die Skulptur können Sie gerne bei Kevin Stolisten anfragen. Das ist heute Abend auch. Eine weitere Zeitung, ja, ein Buch, das wir mit Una Seemann aus Dokumenten zu Harald Seemanns Einmann-Theater, der Hugo Ball Gedenkfeier von 1957, dem Museum der Obsession, den Junggesellenmaschinen und dem Hang zum Gesamtkunstwerk zusammengestellt haben, liegt unten bereit, um daraus lernen zu können. Auf das möchten Sie kaufen. Wir beginnen die Feiertage mit Ihnen nun mit dem Kollektiv Luca Fausu. Sie drehen nach der Ansprache von Stadtpräsidentin Maut auf der Obsession Dara-Bühne die erste Szene eines Filmes, in dem 5 Personen die 5 Mitglieder von Luca Fausu beim Ausüben ihrer persönlichen Obsession spielen. Wir suchen noch 3 freiwillige Schauspieler. Am liebsten Männer mit einem kleinen Dandy, Touch, wir haben hier jemanden, der hat einen Punkt. Ja, und eins, noch eins mit. Hier, eine Frau, dankeschön. Eins, zwei, noch jemand. Zum letzten noch jemand, ja, ist hier eine Hand. Sehr gut, wunderbar. Bitte bleibt unten melden. Das ist kein Witz. Danach spricht Pastor Leumann zu uns. Er hat 2002 mit vielen, vielen anderen Künstlern, die heute auch hier sind, das Kabarett besetzt und Zürcher erst durch die Besetzung bewusst gemacht, dass wir hier ja eigentlich ein kulturelles Erbe haben. Wir haben fast 80 Jahre Sie werden auch morgen Abend einen Abend hier veranstalten mit Ayana Kaura, House-Tage oder House-Stage und Pastor Leumann mit seinem Gedenkorchester. Und wir präsentieren später auch nochmal die Kabarett-Skulptur von Kevin Seiler. Wir haben Dada-Stadt-Zürich-Pläne hier, die wir gerne verteilen. Wir haben ein Dada-Zürich-Museum. Wir haben alle Zürcher Museen angefragt, ein Objekt von ihrem Museum als ein Dada-Objekt zu bezeichnen. Und Anita Hugi und David Huchlein werden uns auch noch Dada Data vorstellen im Anschluss.
Und zu guter Letzt werden wir unsere Feiertagsurkunden an alle Spender und Spenderinnen verteilen. Bevor wir aber loslegen, möchte ich mich bedanken bei all den Menschen, die hier in den letzten Monaten mit viel Obsession den Dada-Tsunami standgehalten haben. Es sind nur wenige, weshalb der Dank umso größer ist. An erster Stelle möchte ich Una Seemann danken, dass sie sich auf dieses Dada-Wagnis eingelassen hat. Sie musste viele Hürden nehmen und vor allem extrem selbstständig arbeiten und viel, viel Geduld mit uns haben, da der Direktor des Dada-Wagnis nur Dada-Geschichten rauf und runter gelaunt hat in den letzten 3 Monaten. Ich möchte, Sie ist hier. Markus Kummer möchte ich danken dafür, dass er die große Aufgabe zum Bau der Kupferbühne auf sich genommen hat und dabei sogar seine Frau Anina Schenker überzeugt, ihn anzupacken und den Vorhang auf die Krypta Mars zu schneiden. Corinna Künstlich danke ich, sie ist auch hier im Saal, ja. Dafür, dass sie sich in den letzten Monaten mit extrem kurzfristigen und unglaublich komplexen Aufgaben wie dem Stadtplan, der Feiertagsliste, der Obsession Dada Zeitung und allen damit verbundenen Unmöglichkeiten hat bombardieren lassen. Ich danke meinem Team, Dr. Walter ganz fest, allen voran Nora Hauswirt. Die ja eigentlich nur kommunikationsverantwortlich ist, in den letzten Monaten aber Übermenschliches geleistet hat, Fundraising betrieben hat, alle Produktionen betreut hat und auch immer wieder mal das ganze Haus auf den Kopf gestellt und angetrieben hat. Und letzte Nacht hat sie sogar sichergestellt, dass Dada die Polizei der Polizei ist. Leander Davis, unserem Geschäftsführer, danke ich, dass er die betrieblichen Ruder fest in den Händen hält und mit Transparenz und Klarheit dafür sorgt, dass alles mit rechten Dingen zu und her geht. Ich danke Laura Sabel für ihre Ruhe, Präzision und Konzentration, mit der sie die School of Dada mit Spezialistenführungen, Unterlagen für Schulen und eigene Kurzschüler-Performances konzipierte und umsetzte. Und sie hat heute sogar herausgefunden, dass wir eine neue Zeitrechnung haben. Das ist das 100. Jahr nach Dada. Danita Zeyer möchte ich danken, dass sie es sich zur Aufgabe gemacht hat, dass wir nach den 165 Feiertagen nicht ausgebrannt sind, sondern dass sie Lärm als Sprungbrett nutzen können und das Kabarett auf eine nächste Ebene zu bringen. Ich danke Judith Peters für die Betreuung und Umgestaltung des Shops. Wir sind nun endlich auch ein Dada-Shop und nicht mehr so sehr ein Freitag-Shop. Und ebenso den Shop-Mitarbeiter Natalia Subalzkin, also der Scroller Raul Munoz für ihren Einsatz weit über den Normalfall. Ein besonderer Dank gilt an Marlies Jungs, die von sich aus gemerkt hat, dass wir Hilfe brauchen und angeboten hat, uns ohne Entlöhnung zu unterstützen. Ebenfalls ohne Entlöhnung unterstützte uns und insbesondere mich, Hayat Erdogan. Sie ist mein geistiger Sparingspartner, meine Theorie- und Politikreferenz. Und mit dir und der ZHDK feiern wir in London dann das Jubiläum weiter. Speziell möchte ich Simon Müller, Leonora Sensolini und Vincent Clifford danken. Nicht nur dafür, dass sie die Wahl zum pulsierenden Herzen des Gabarettes gemacht haben, sondern auch noch die meisten Veranstaltungen betreut haben. Ich möchte an dieser Stelle auch Ihnen für die letzten 8 Jahre danken, für Simon und Leonora, weil sie nach den Jubiläumsfeierlichkeiten ein Leben nach dem Kabarett beginnt. Ich danke meinem Präsidenten Jürgen Häusler, dem Vorstand und Trägerverein des Kabarett-Volkswagen für das Vertrauen in unsere Arbeit hier, Juli Steiner und seinem Präsidenten Markus Nocker, dem Verein Dada 100 2016 Zürich, dafür, dass sie uns das Dada-Feuer in Zürich gebracht haben. Alle unsere weiteren Partner gebührt ebenfalls großen Dank, allen voran natürlich der Stadt Zürich, unserer Stadtpräsidentin Corinne Maut, für ihr Dada-Engagement, den Kulturdirektor Peter Herle, der gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit dem Dada-Jubiläum überrumpelt wurde, und Barbara Wasting, die sich bis hin zu Duchamp'schen Kloschüsseln um uns kümmert.
dem Artmuseum, dessen Leitung und Kuratorium in Tokio angereist ist. Heute Abend möchte ich danken, dass wir die Genese Dada rekonstruieren können. Der Porte Marktkasse, dass sie unsere Dada-Bibliothek aufgenommen haben und die meisten unserer Künstler beherbergen. Ja, sie haben sogar einen Dada-Century-Cocktail entworfen. Der Porte Ambassador, die ebenfalls eine Herberge für unsere Künstler ist und sogar unsere Dada-Ambassadors untergebracht hat. Ich möchte Alita Hugi und Alim Düftern danken, dass sie Dada Data entwickelt haben und damit das SRF mit Dada infiziert haben. Ich merke die Spannung, lässt dann schon mal. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt noch einen Moment Ruhe haben, damit ich in Ruhe all den Menschen und Stiftungen und Personen danken kann, die uns Geld gegeben haben. Ohne Geld wären wir heute nicht hier. Wir hätten auch nicht Bier frei hier zur Verfügung. Würsten da hinten, die von meinem Vater persönlich gebildet werden. Und ich glaube, ich entschuldige mich einfach für alle jene, die ich jetzt nicht verlassen kann. Es sind dann nochmal 165 weitere Heilige. Und beende damit meine Ansprache. Yeah! So, komme ich zu meiner zweiten Ansprache. Und ich übergebe jetzt sehr gerne Frau Stadtpräsidentin auch das Wort. Reaktion gewesen sein, deren Ausgang
niemand mehr kontrollieren konnte, kontrollieren wollte. Der explosive Mix ist nicht vollständig rekonstruierbar nach 100 Jahren, aber ein paar der Zutaten sind bekannt. Künstlerische Radikalität, jugendlicher Leichtsinn, Ideen von Ausländerinnen und Ausländern, Immigrantinnen und Immigranten, Flüchtlinge, Protest gegen einen sinnlosen Krieg, Wut auf die bürgerliche Kultur, deren Dekadenz und Machtstreben in den Krieg geführt hatte, argwöhnische Beobachtung der Ereignisse durch die lokale Bevölkerung und ihre Fremdenpolizei, ein städtisches Klima, das die Exzesse zwar nicht billigt, aber auch nicht sofort bestraft, und natürlich die Verbindung von Gastronomie und Kunst. Wenn man diese Zutaten vor Augen führt, wird klar, solche Explosionen ereignen sich in unserer Stadt zyklisch wieder. Zürich war in den 100 Jahren seit Dada immer wieder ein Ort für Gegenkulturen, die zunächst als extrem und destruktiv eingestuft wurden. Und dann das Bild der Stadt bis heute geprägt haben. Ich denke an die rauschenden Maskenbälle der homosexuellen Gruppe der Kreis. Ich denke an die Globus-Krawalle im Anschluss an die Konzerte von Rolling Stones und Jimi Hendrix. Ich denke an die 80er-Unruhe und den Kampf der Jugend für mehr künstlerische Offenheit. Ich denke an die illegalen Bars und die Partyszene der 90er Jahre. Ich denke an Experimente wie Wohlbrot. In jedem dieser lokalen Erdbeben stecken ein paar Zutaten, die ich vorher als Dada-Explosion aufgezählt habe. Das Dada-Jubiläum erinnert uns deshalb an ein paar für Zürich wichtige Dinge. Die Nüchternheit und die Vernunft sind wichtige Qualitäten unserer Stadt. Die künstlerische Eruption, der jugendliche Leichtsinn und das Querdenken sind es auch. Was draußen in der Welt passiert, hat direkte Auswirkungen auf unser Leben hier. Wie viel haben wir gerade jenen zu verdanken, die wir einmal misstrauisch beäugt und fremden Polizeien schikaniert haben? Meine Damen und Herren, auch heute kommen fremde Menschen aus anderen Kulturen zu uns. Es ist unsere vernünftige Pflicht, in erster Linie ihr menschliches, gedankliches und kreatives Potenzial zu erkennen. Geschichte lehrt uns, dass Zürich durch die Zuwanderung von außen stets bereichert wurde. Experiment, Kritik, Humor und Debatte ist. Viva Dada, viva Zürich!